Weiter geht's, liebe Freunde, mit Let's Play Gothic 2 Returning 2.0. Ja, wir müssen nochmal zurück zum Piratenlager. Ich hab da nicht was vergessen. Wir müssen ja nochmal mit Skip reden. Bei dem haben wir ja noch eine Quest, ey. Unsichtbare Wand. Sprint mal ein bisschen, bitte. Hör auf, überall festzuhängen. Weil der wollte ja noch einen Piratensäbel haben. Und wir müssten ja eigentlich mehrere im Inventar haben. Also machen wir das noch schnell. Bruder! Skip braucht eine neue Waffe. Ich nehme an, ein neuer Piratensäbel würde ihm sehr gut stehlen. Vielleicht kann ich ihm an der Strände eine ähnliche Waffe finden. Ja, ich habe doch hier einen Piratensäbel. Sogar zwei. Kannst du mich nach Korinnes bringen? Bist du verrückt? Wir haben unser Schiff verloren, Mann. Mit unserem letzten Boot werde ich keine Spazierfahrt machen, nur weil du zu faul bist, deinen Hintern selber nach Korinnes zu schwingen. Ja, gute Frage jetzt, oder? Keine Ahnung. Dann hauen wir uns jetzt eine Pflanze rein. Und teleportieren uns nach Grünes. Der Teleporter ist schon echt gut. Hä? Warum ist die jetzt erfüllt? Ich verstehe nicht. Aber gut. Dann ist es halt so. Mein Meister, der Schild hier. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Ja gut, will ich eigentlich jetzt nicht lernen. Unterweise mich. Das hier wäre eine Möglichkeit. Unterweise mich. Ist halt nicht schlecht. Muss man einfach sagen. Wie viel habe ich? 15, oder? Ja. Hey du. Hey du. Unterweis. Am geilsten wäre ja Schutz und erhöhte Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Das wäre am sinnvollsten eigentlich. Nehme ich den Schutz mal mit. Dann bekommt er. Naja, der braucht eigentlich mehr Damage. Aushalten tut er eigentlich schon recht viel, muss man sagen.
Wie viel Gold habe ich eigentlich? Ja, ist auch noch so eine Sache. Ja gut, aber Gold kriege ich ja eigentlich recht schnell wieder rein. Brauche ich noch sonst noch irgendwas zum Lernen? Ist die Frage. Ich könnte auch noch zum Jägerlehrer gehen. Ich bräuchte eigentlich auch mal Einhand, dass ich mehr kritte. Und mehr Stärke brauche ich auch. Ich brauche eigentlich alles. Hier können wir ein bisschen da drin pumpen. Zum Beispiel Stärke. Ausdauer geht nicht höher. Ach nee, baut diese Teile. Da habe ich keine mehr, oder? Stärke? Ja, ich baue die Dinger. Dann, was mache ich denn dann? Dann muss ich erstmal zu Zuris, der hat die verkauft. Marktplatzmusik. Da. Ein Pirat! Das war's für dich, Junge. Ja, das war jetzt nicht sehr überlegt, muss man sagen. Ja gut, zum Glück ist nichts weiter passiert bis jetzt. Dann legen wir eine andere Rüstung an. Ach, muss ich wieder was fressen? Ach Mann. Schicke Ladebildschirme. Schick, schick. Warte, ich habe einen Vorschlag für dich. Bruder. Um was geht es? Ich habe vor kurzem diesen magischen Ring gefunden. Ich wollte seine Wirkung testen, habe aber ein paar seltsame Symbole bemerkt. Diese verwirren mich und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und was stört dich? Weißt du, ich bin sehr vorsichtig bei Magie, die ich nicht vollständig verstehe. Daher suche ich jemanden, der den Ring für mich testet. Da habe ich gedacht, dass ich diese Person sein könnte. Genau, natürlich wirst du belohnt werden. Na schön, ich werde darüber nachdenken. Also gut, ich bin dabei. Bist du dir wirklich sicher? Sonst hätte ich es wohl kaum gesagt. Gut, hier nimm ihn. Vor allen Dingen, so ein großer Geistlicher der Kirche dreht einfach an so einen komischen Möchtegern-Helden ran. An so niemand an sich noch. Ja, hier, das ist mein Ring. Ich hab Angst. Du wirst bezahlt dafür. Komplett unlogisch eigentlich. Ah, was haben wir hier schon? Feuerregen. Schwefel. Hier, die Bräuk. Mal 100, ey. Ach du Scheiße, das kostet. Ah, Mann. Wurst, Käse, frisches Brot und erfrischendes Wasser. Packen wir mal den Stärkeren, wie wir haben. Das weiß ich an doch. Stärke. 81. Ja, bum, bum, bum. Denk bum. Nur an Akil. So sieht Freundlichkeit und Ehrlichkeit aus. Ja, nein, machen wir 100. Noch 6. Und alles, was er anbaut, bekommt ihr 1, bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, 100 haben wir jetzt. Kann ich schon eine bessere Waffe tragen? Meine Waren sind ein Fest für den Gaumen und das für einen kleinen Preis. Komm und sieh dich um. Ehrlich, ich hab
habe es selbst erlebt. Morgenstern. Holy shit, das ist ja richtig gut. Das bringt doch nur neue Probleme. Ich habe aber weniger Reichweite. Länge 90. Naja, 95. Was ein bisschen. Ich habe eine neue Lieferung bekommen. Zögere nicht und zieh dir meine Waren an. Er erzählt alles weiter. Okay, machen wir so. Nehmen wir so hin. Dann würde ich sagen, noch ein bisschen leben. Edle Landschwerter und solide Zweihänder. Schwere Äxte und besondere Helebarden. Ja, jetzt ist die Frage. Gehe ich in Zweihand rein oder nicht? Hä, warum ein jetzt gratis hier? Dienst zum Erleichtern von Goldbeuteln. Ein Schwert für Gold und eine leeren Beutel gibt es gratis dazu. Bruder, quatsch mich hier bitte nicht so an. Von der Seite. Kauft euch gute Waffen mit gutem Stahl. Ich speichere mal ab. Machen wir hier. Eins. Dann gehen wir mal in Zweihand rein. Zeig. Na, ich habe auch 1000 Sachen zu verkaufen. Naja, ist das nicht ganz so schlimm. Wenn ich hier ein bisschen jetzt arm gehe. Ja gut. Was du nicht sagst. Das bringt doch nur neue Probleme. Das weiß doch inzwischen jeder. Zweihand trainiere ich einfach so möglich. Dann mit den Schadenspunkten. Ja, dann teleportieren wir uns nochmal. Oh ne, wir müssen jetzt was essen. Unterweise mich. Dann trainiere ich jetzt den, damit er mehr aushält. Muss erstmal reichen. Auch kein Gold mehr. So, noch ein Kraut. Und dann teleportieren wir uns mal zurück. Zur Bibliothek. Wo waren die denn jetzt? Ach, im Canyon, oder? Scheiße. Naja, gut. Dann müssen wir halt ein bisschen latschen erstmal. Aber ich werde dann auf zwei Hand gehen. Ich werde eine Hand nicht mehr verbessern. Ich lastet jetzt so auf 30. Ach, scheiße, ich bin jetzt Anfänger. Gut, die andere Waffe wieder. Behalten wir erstmal. Ja. Und dann trainieren wir ein bisschen Zweihand. Dann wechseln wir auf Zweihänder. Finde ich einfach geiler, auch von der Reichweite und so her. Bekomme ich weniger Schaden drin. Hier noch ein paar Beeren und Heilpflanzen. Das war ganz wichtig. Und dann nutzen wir da oben den Teleporter zu den Wassermagiern. Ja, die Frage ist nur, wie komme ich an den Alligatoren vorbei? Die Scheißviecher sind viel zu stark noch.
Ja. Brauchen wir noch eine Pflanze? Perfekt. Und dann probieren wir den ganzen Lachs nochmal. Dass dort gleich zwei stehen, ist komplett lächerlich. Hör doch mal zu! Bruder! Ich drück schon die Schlagentaste. Na, kommt mal her. Wie schlägst du denn? Schlägt er wieder nicht. Hau doch mal zu. Bruder, irgendwas stimmt hier nicht. Manchmal haut er einfach nicht zu. Ohne Witz jetzt. Ich drücke beide Tasten, aber irgendwie reagiert's nicht. Ich speichere erstmal ab. Nicht, dass ich gleich halt noch von vorne machen muss. Ach ja, die haben ja vergiftet. Ach Scheiße. Nichts zu holen. Alter, wie lange hält denn das Gift? Bitte! Alter, ich bin immer noch vergiftet. Gegengift. Na, super. Gibt's hier auch irgendwann stärkere Tränke? Jetzt mal ohne Witz. Ich brauche ja schon von den guten 2, 3 Stück. Um mich ein bisschen zu heilen. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir die Viecher? Unmöglich, du kommst hier nicht vorbei. Hä? Wer packt denn hier 2 Alligatoren hin? Jetzt mal ohne Witz. Ja, komm mal her. So, die ist weg. Habe ich einen Zauber? Hier, Steingolem. Schafft er die? Das ist mir nicht möglich. Ah, Scheiße. Verwandlung, Feuerwaran. Das ist mir nicht möglich. Blutfliege brauche ich nicht. Jo, das ist jetzt ein Problem, muss ich sagen. Locken wir mal einen an. Oh, es kommen beide.
Ah, ich wäre zu dumm, hier hochzukommen. Schöne Scheiße. Leute, komm mal hoch hier, genau. Oh, er schafft es so, ja. Bruder. Komm mal mit. Bitte. Einer muss von denen sterben, auf jeden Fall bei der Wassermagier. Sonst würde es nichts. Alter, scheiße. Komm! Warte mal, wenn ich den jetzt hier beschwöre, den kleinen Scheißer, schaffe ich es dann auch so? Schön von hinten. Scheiße. Ja, perfekt. Super gut. Den haben wir. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich speichere hier ab. Dann lade ich schnell neu. Dann beschwöre ich den neu. Dann holen wir uns den anderen. Steht denn da rum? Steingolem? Wo ist mein kleiner Scheißer schon wieder? Oh, jetzt hängt der hier fest an den scheiß Felsen, Mann. Na ja, locken wir ihn hier hoch. Mein Gott, du bist wirklich ein Stück Scheiße, wirklich. Holy shit. Jetzt rennt er von alleine hin. Stirb bitte nicht. Ich gehe von hinten ran. Ich glaube nicht. Boah, ja, ein schönes Stück Arbeit, muss man sagen. Lederbeutel. Eisblock. Bester Zauber. Speichern. Na, wen haben wir denn da? Lenz! Der arme Typ. Der hatte keine Beschwörungskreatur bei sich. Na komm mal her.
Was macht denn meiner schon wieder? Okay. Was dachtest du, war? Ja, Drecksack. Nichts zu holen. Okay, den haben wir hops genommen. Sozusagen. Dann eiliger schnell zu Saturas hoch. Und gib den Ring ab von Lenz. So, währenddessen trinke ich erstmal einen Schluck Tee. Schön Schwarztee, Leute. Großer Schluck genommen. Lecker Schmecker. So, Saturas, ich hab den Kumpel gefunden. Seinen Untergebenen. Dein Knecht. Wo bist du hin? Da oben steht er wieder. Vor allen Dingen, er ist der Einzige, der eine Kapuze hat. Fühlt sich wie als was Besseres, wa? Hey, du. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Wer wird jetzt Lanz ersetzen? Das weiß ich leider im Moment nicht. Alle anderen Brüder des Rings haben derzeit wichtige Aufgaben und sind daher beschäftigt. Wenn du mich fragst, habt ihr einfach nicht genug Leute. Tatsächlich hast du recht, aber es ist nicht leicht, jemand Neues zu finden. Es gibt hier schließlich nur Banditen oder Piraten. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Adanos möge dich schützen. Schön. So, schnell schlafen. Na gut, hätte ich wirklich 20 Stunden einfach schlafen können. Schöne Scheiße wieder. So. Dann gehen wir jetzt wieder den Berg runter. Und gehen ins Banditenlager. Die Beere nehmen wir hier noch mit. Und hopp. Ach ja, wir dürfen nicht vergessen, eine andere Rüstung anzuziehen. Leichte Banditenrüstung, ey, holy shit. Damit muss ich jetzt umrennen. Den Hut, den behalte ich auf. Eigentlich komplett Schwachsinn. Die will mich sofort als Pirat eigentlich abstempeln. So, liegt hier eigentlich noch was, was ich übersehen habe? Nö, nur Pilze. Hallo, Kumpel. Oh nein, er greift doch noch alles an. Ich helfe dir, Kollege. Scheiße, da kommt noch einer. Thank you.
muss an Land. Super. Meine hat mich besiegt. Da kommt er ja schon wieder. Hat sich teleportet. Stärker als Kuku. So, jetzt bist du dran. Nichts zu holen. Ich brauche einen Trank. Hintergekippt. Den anderen plündere ich aber noch. Dann ist gleich noch einer von den Viechern. Bruder, der greift ja wirklich alles an. Ja, chill mal. Bitte. Nichts zu holen. Eigentlich müsste ich Lebensregeneration lernen. Die Punkte habe ich ja an sich noch. Ich weiß zwar nicht, wie teuer das ist. Aber ich brauche doch niemals mehr als 10 oder so dafür, oder? Aber wir hatten mir das beigebracht. Das weiß ich gar nicht mehr. Der war irgendwie ganz am Anfang. Na ja, komm, dann holen wir noch ein paar Viecher. Na komm mal her. Nichts zu holen. Ja, die Viecher sind immer easy EP eigentlich. Ist mir vorbei. Ihr seid gefangen. Oder auch nicht. Er beißt einfach zu. Man kennt's. Das lasse ich neben mir sitzen. Die Maus spielt wieder verrückt. Hat ein Eigenleben. Super. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Und die Fackel raus jetzt hier und jetzt geht's hier ran an die Arbeit. Zurück, da kommt noch einer, hier doch nicht. Nichts zu plündern. Wir haben gleich einen Sumpf fertig, ich sehe jetzt schon. Kumpel, reicht dann aber bitte, ja? Wir nicken den. Klaus Peter. Scheiße. Ken Ross wollte ich eigentlich vermeiden. Mm-hmm.
Hör zu! Guter Junge. Kommt der andere? Ne, der andere kommt nicht mal. Da ist nichts. Aber den holen wir uns noch. Der ist ja schon fast tot. Feuerkraut. Feuernessel und hier haben wir ein Grab. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Junge, warum kommen denn jedes Mal diese Wichser? Haus rein. Hä, hey, warum kommen die denn jedes Mal? Und warum gleich drei zum Teufel? So, jetzt muss noch einer. Ran hier. Komm mal her, Kollege. Du brauchst gar nicht abhauen. Oder hau da mal ein bisschen schneller zu. Ja, so lohnt mich hier gleich schon wieder. Sehr gut. Hau zu! Alter. Der bringt mich ja an die Grenzen. Muss mir erst noch heilen. Ich kann ein bisschen was essen. Stärkung ist wichtig. Ich finde wirklich schade, dass er nicht nach Prozent geht. Irgendwann esse ich hier eine Stunde. Speichern. So, sind nur noch zwei. Ich will den Schatz da haben. Ich dachte, da nicht liegen. Ich könnte richtig knicken. Ich wollte eigentlich zu den Banditen, aber der muss ein bisschen warten noch. Kommt mal hier, ihr Lappen. Nein, Lappen sind es eigentlich nicht. Die machen mich ja komplett hops. Geh bitte nicht hinten. Und Rückzug. Der eine sollte mich eigentlich verfolgen jetzt eine Weile. Schwert kann weg. Er kommt ja nicht mal. Okay. Ich habe gedacht, die verfolgen mich jetzt eine Weile. Komm mit. Kumpel. Waffe ziehen. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Da ist noch der andere noch. Der hat ja bloß noch halbe Leben. Ne, hat sich wieder Feuer heilt. Kann auch Tränke nehmen. Nichts zu holen. Was habe ich denn da gerade aufgenommen? Hab's ja nicht gesehen. Eine Spruchrolle und was noch? Einfach ein Schattenläufer. Wartet aber auf mich. Ich komme ja schon.
Bruder, wie viel sind denn hier? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. So, war's das jetzt. Der Gute ist, ich krieg an den Viechern hier richtig viele Schadenspunkte. Die packen wir alle in Zweihand rein. Hä, warum bin ich jetzt hier zwei? Ach so, na gut. Wie viel habe ich? Ah, na gut. Dauert noch ganz so weiter. Speichern. Vielleicht lenke ich doch hier ein bisschen Zweiern von. 5 Punkte oder so. Oder 10? Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Muss ich mich noch entscheiden. Zweiern ist hier auf jeden Fall der richtige Weg. Wegen der Reichweite. Ich meine, hier boxt mich ja ein Goblin um. Vom Schaden her. Komplett lächerlich. Eigentlich, wenn man es richtig sieht. Ich habe eigentlich schon eine gute Rüstung an. Jetzt zwar gerade nicht. Sumpfheihaut. Und den Wart. Super. Die zieht die ganze Zeit ab. Dann würde ich sagen, speichern wir erstmal. Ja, dann schauen wir noch ein bisschen um. Die Sumpfhaie sind ja keine Herausforderung so wirklich. Da ist er schon, der kleine Wicht. Aber renn bitte nicht mal so weit vor. Du lockst hier alles an. Scheiße. Hier kommt er nicht durch, schätze ich mal. Doch, er kommt durch! Ich reiß dir deine Eingeweide heraus. Hör auf zu springen, du Opfer! Ich drück die Sprungtaste nicht mal! Ohne Witz, ich hab die nicht gedrückt. Das beide Male nicht. Holy shit, ey. Ich muss die einzeln anlocken. Diese scheiß Alligatoren überall. Nenne ich hier bald Alligator Lukas, ey, wenn es so weitergeht. Mein großes Problem ist auch, ich komme hier halt kaum vorwärts. Komm mal her. Der scheiß Alligator, wirklich. Na, guck mal hier hinten, was hier so abgeht. Oder auch nicht. Ich bin hier weg. 1000 Alligatoren, holy shit. Ist ja komplett lächerlich. Kommt der mit? Nee. Wo bin ich hier bloß gelandet? Und die haben gesagt, der Canyon ist gefährlich. Der Canyon ist ein Scheiß hier gegen. Ganz ehrlich. Die Razor, die könnte ich ja
wenigstens einzeln fertig machen, alleine. Den Alligator, der two-shottet mich. Na gut, gehen wir zu den Banditen. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein willst, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden. Niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Ja, da ist es ja nicht recht ziemlich offensichtlich, dass ich ein Spitzel bin, oder? Vor allem in dem Hut. Der Hut, der verrät mich eigentlich. Kann man sagen, was man will. So, Leute. Schick habt das hier. Eine Ruine an der anderen. Butlerfleisch. Wichtiger Hinweis. Den schauen wir uns mal an. Was haben wir denn hier alles? Logbuch von Greg. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen. Weil es überall juckt, wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder in See stechen können. Werde wohl mein ernstes Wort mit dem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieser Arsch? Hat mich von seinem stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein Speichellecker Bloodwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Ja, wir kennen noch Bloodwin. Ein Freundschaftsangebot. Wenn er nicht bald zahlt, werde ich andere Seiten aufziehen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss rausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager. Damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort herausfinden, was Raven vorhat. Na, hat ja sehr gut geklappt alles. Wichtiger Hinweis. Hey Leute, diese Kisten enthalten einige Vorräte für Notfälle. Sie sind für alle gedacht. Aber ihr sollt sie natürlich nur im Falle eines Notfalls nutzen. Falls ein Krieg ausbricht, falls wir angegriffen werden oder wenn es wirklich notwendig ist. Hoffentlich versteht ihr endlich diese Regel. Ja, keine Ahnung, was da steht, aber gut. Speichern. Gucken wir mal rein. Laborwasserflaschen und Feldknöterich, ja, wenn Krieg ansteht, genau das brauche ich dann. Naja, die Bolzenpfeile, okay, aber nicht mal einen Bogen dazu oder eine Armbrust. Was ist, wenn ich hier vorbeikomme als Nahkämpfer und brauche dann hier die Kiste mit den 1000 Pfeilen und Bolzen, aber keine Fernkampfwaffe. Sehr gut mitgedacht. Bandit. Das will doch keiner wissen.
noch ein Bandit. Hey, was willst du hier? Willst Franco. Das Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Machen wir. Noch ein Bandit. In der Pflanze. Bruder, die hier draußen haben ja wirklich gar nichts. Das hängt hier fest. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Ist hier irgendwo ein Lederbeutel versteckt? Hier haben wir eine Heilpflanze. Sumpfkraut. Nee, schade. Hey, was willst du? Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Torus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Torus? Der Torus? Ja, der Torus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja, ja. Pass auf. Jeder kennt Torus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Torus, der Ehrenmann. Den wir ja eigentlich in Teil 1 umgelegt haben. Beim Angriff auf das alte Lager. Aber nicht schön, gar nicht. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst eine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm, mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Es ist ein Stück weit im Sumpf. Na gut. Wieder Sumpfhaie verprügeln. Daran bin ich ja schon Meister jetzt. Da haben wir ein paar Blutfliegen. Gibt es ja nicht auch den Skill Bluten oder so? Also vergiften kann man ja. Verbrennen auch. Brüder! Alter, diese scheiß Alligatoren, wirklich! Ich raste aus. Ich hab wieder nicht gespeichert, oder? Alter, diese scheiß Krokodile, Alter, wirklich! Die sind viel zu stark! Vor allem auch viel zu schnell und die greifen so blitzschnell an. Ich habe ja nicht keine Zeit zu reagieren. Hier mit den Pflanzen. Hey. Ja, den skippen wir. Hey, was? Den auch. Hey, du. Gut. Jetzt aber noch mal. Vor allen Dingen speichern. Speichern ganz wichtig. Dann gehen wir einfach den Weg lang.
Wer sammelt denn hier? Warte mal. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkungen und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Ja, warum schließt man sich dann den Banditen an? Dann weg bei den Piraten geblieben, ganz ehrlich. Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Lass uns handeln. Ja, ein paar Tränke hat er. Der ist zum Beispiel gut, den brauche ich öfter. Die Scheiße bringt mir an sich kaum noch was, besonders die beiden hier. Na gut, gehen wir jetzt mal weiter. So, du bist Logan, zu dem muss ich ja. Was hast du denn hier für eine schicke Höhle? Hier sitzt auch noch einer rum. Wer bist du? Tom. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Gut. So, Kumpel, bleib mal sitzen da. Ich beklaue dich jetzt erstmal. Dann haben wir hier Steintafel des Kriegers, Pfeile und ein bisschen Gold. Gold brauche ich ja unbedingt. Habe ja nichts mehr. Bin wie eine arme Sau. Habe ich eigentlich noch von diesen komischen Teilen was? Oder sind die jetzt auch schon leer? Wiederherstellungsdinger zum Leveln. Ne, ein paar habe ich noch. Zum Glück. So, Logan. Ich bin hier, um dir zu helfen. Schau an, ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's?
Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Ja, das ist nicht schlecht. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpfhalt. Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Hört sich gut an. Zeig mir, wie ich Tiere ausnehmen kann. Wenn du was über Blutfliegen wissen willst, geh zu Edgar. Der Mann hat Ahnung davon. Und wenn du Sumpfhaie oder Echsen ausnehmen willst, musst du wissen, wie du Felle und Zähne reißen kannst. Das kann ich dir zeigen. Ich komme später wieder. Ja, warte mal kurz. Ich beschwere erstmal meinen Klinknecht. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße! Ja, ist ja gut. Entspann dich. Kluges Kerlchen. Greift er die an? Weil er so aggressiv ist? Scheiße, macht er wirklich. Okay, da muss ich laden. So, dann gehen wir mal auf Sumpfjagd. Ich hoffe, der wird was. Lass uns die Sumpfeuer angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Ach du Scheiße. Sie kommen. Sie haben Appetit auf ein Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Und die uns wahrscheinlich. Mal eine Fackel an. Ich will keine Ausdauer mehr, scheiße. Hä, wo haben wir gerade gestorben? Hä? Was? War das Gift oder was? Der hat ja nicht mal nach vorne geschlagen. Okay, warte mal, ich stelle mich mal anders hin. Hey, du. Nämlich so. Lass uns hier so ein Feuer angreifen. Du hast begriffen. Verstehe. Sie kommt. Let's go. Hol den Bogen raus, Kollege. Schieß sie tot. Töte ihn. Gut so. Hol den Bogen wieder raus. Oder so. Super. Geht's noch weiter? Nur tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Jo, die ganzen Pflanzen nehmen wir hier noch mit. Gehen wir hier noch weiter? Warum eigentlich nicht, oder? Warte mal, wir speichern. Weil ich sehe keine Alligatoren. Beschwörung. Da steht ja genau einer vor mir. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Ich hab so den scheiß Sumpf hier geguckt. So, dann bin ich wieder weg. Vergiss es.
Ja, der große Problem ist, ich muss jetzt den alleine besiegen, oder? Weil ich kann den anderen ja nicht rufen. Der greift ja alles an. Alles und jeden hier. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf, es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken, 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Also, wo finde ich diesen Edgar? Willst du den einfachen Weg oder den schnellen? Den einfachen. Erklär mir den einfachen Weg. Folge dem Steg bis zum vorderen Tor. Da müsste Sancho stehen. Ja. Geh dort links und folge dem Steg. Da sind überall Ruinen. Irgendwo dort sitzt er rum. Ich denke mal, er war schlau genug, sich ein Feuer anzumachen. Das wirst du ja wohl finden. Na gut. Also ich würde mich ja eher den Piraten anschließen hier, als an den scheiß Banditen, jetzt ehrlich. Weil ich Pech hab, will ich mein Leben lang hier draußen rumeiern im Sumpf. Ist ja richtig zum Kotzen. Na, warte mal, ich will erstmal speichern. Die schaffe ich ja zum Glück schon. So, weg mit dir. Da ist nichts zu holen. Sind hier noch mehr Goblins? Nö. Da steht wahrscheinlich Edgar. Oder Schild hier rum. Ist doch schwer ein Krokodil. Jo! Verstärkung! Komm her, Mistvieh! Ah, schieß ihn! Schieß die Sau! Ich hab's immer noch drauf! Gottes Willen, die Viecher sind so lächerlich. Jetzt mal ohne Witz. Als Nahkämpfer bist du ja richtig aufgeschmissen. So, Edgar, ich suche ich. Wie läuft's? Du willst wissen, wie's läuft? Ich sag dir, wie's läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Fletcher. Der war doch der Typ, der im alten Lager im ersten Teil uns Diebeskund beigebracht hat, oder nicht? Truhen öffnen und so. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich hab sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Und meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halt dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Geh einfach links an dem großen Felsen hier vorbei. Nach einer Weile kommst du zu einem weiteren großen Felsen. Super. Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Super. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Aber die Ruine soll auf einer Art Anhöhe liegen. Ziemlich versteckt zwischen Pflanzen. Vielleicht hast du Glück und du findest sie nicht. Perfekt. So, jetzt gehen wir an den Felsen vorbei, dann gehen wir an den nächsten Felsen vorbei. Da hinten ist noch ein größerer Felsen. Hey, ist das Kannst scheiße. Du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß,
wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, entreißen. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Dann wisst ihr doch schon alt, oder? Wegen der Blutfliegen. Was willst du wissen? Ach, Sekret. Nee, danke. War schön, dich gekannt zu haben. Ich bin zu arm dafür. Sonst hättet ihr gelernt. Ich brauche erstmal einen Trank. Gut. Ja, der wird ja dann ein Spaß werden, wa? Kleiner Goblin. Wo sind sie? Hier. Ein Goblin-Krieger erstmal hier gewesen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Die Pflanzen nehmen wir noch alle mit. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Die brechen wir auf. Ja, oder auch nicht. Schöne Scheiße. Den skippen wir. Schön. So, sammeln wir wieder alt ein. Den Alligator lassen wir diesmal. Da muss ich keinen Trank nehmen. Okay, keine Ahnung, die hat mich voll gespuckt mit einer Scheiße. Nichts zu holen. Ja, er läuft hier gerade irgendwie nicht wie geplant, muss ich sagen. So wie die Pflanzen zum dritten Mal jetzt. Ja, dann speichern wir jetzt aber ab. So Leute, ich würde sagen, den Rest. Na komm, die Goblins machen wir noch. Gut, aber was killt mich denn hier so schnell jedes Mal? Ist er dieser komische Strahl oder was? Sind doch überall Alligatoren, ey. Wer hat denn die hier hingestellt? Weg mit dir. Der nächste, bitte. Du auch noch, komm. Kommt er denn her?
Hör mal auf, mich anzuspucken jetzt hier. Ein Mist viel weniger. Da ist nichts zu holen. So, die haben wir. Nichts zu holen. Die Truhe brauche ich leider nicht probieren. Nichts zu plündern. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir hier ab. Und beenden erstmal den Part an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Heute war wieder ein bisschen chaotisch, aber ja, muss mal sein, wa? Haut da rein.